Momodora! Das Spiel, was nur ein Mensch auf diesem Planeten kennt, Lugi, und der ist heute nicht da! Pork! so. Du klingst voll motiviert. Ja, Momodora. Wir haben schon letztes Jahr Momodora einen Teil gehabt. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir den 6. Teil gehabt oder so. Heute haben wir den 3. Teil. Und letztes Jahr zu KSW hat es auch Lugi sich gewünscht, glaube ich. Und der Teil damals war ein Metroidvania. Ein sehr langsames Metroidvania. Mit Bossen, riesigen Anime-Bossen mit riesigen Anime-Brüsten. Und man musste gegen Anime-Brüste kämpfen oder so. Das war weird. Aber cute. Und heute haben wir den 3. Teil. Und der 3. Teil ist kein Metroidvania, sondern ein straightes Action-Jump-Run, sagt man das dazu? Wie nennt man solche Spiele wie Run and Gun? Ja, aber man nennt ja sowas wie Mega Man nennt man ja Run and Gun. Ne? Aber wie nennt man Spiele, die so wie Mega Man sind, nur ohne Gun, sondern nur mit Schlägen? Action Jump Run? Action Plattform? Ja, Action Plattformer, das gefällt mir. Das gefällt mir. Ja, das gefällt mir. Ich brauche wieder DS4 Windows. Das Spiel ist ein bisschen weird. Wenn man das Spiel mit einem Gamepad spielt, funktioniert alles bis auf die Taste nach oben. Ich muss bei manchen Stellen muss ich nach oben drücken. Zum Beispiel interagieren mit NPCs oder zum Speichern muss ich nach oben drücken. Dann muss ich immer auf der Tastatur kurz was drücken. Weil, ja, keine Ahnung, wieso man dieses Spiel nicht mit Taste oben auf dem Gamepad spielen darf. Keine Ahnung, was dagegen spricht. Aber ja. Ich glaube, das war in dieser Ebene, ne? Ja. Ich habe leider kein... Wow, laut. Dankeschön, Deschke. Ich habe leider kein passendes GIF gefunden, weil das ist die Momodora vom letzten Jahr, vom 6. Teil. Aber wir spielen heute nicht Momodora, wir spielen heute eigentlich Isodora, heißt sie, glaube ich. Deshalb, ja. Jetzt geht Gamepad gar nicht mehr. Oder muss ich das Spiel einmal neu starten? Ich glaube, ich muss das Spiel einmal neu starten. Mega Man? Ja, wie Mega Man. Nur ohne Schlagen. Ohne Schießen. Nur Schlagen. Obwohl, ich weiß nicht, ich habe nur kurz den Anfang gespielt. Bis zum ersten Miniboss oder so. Vielleicht kriegt man noch später eine Schussknarre. Genau, und hier auch im Menü. Ich kann nur nach unten gehen, nicht nach oben. So, let's go. Ach nee, ich dachte, die heißt Isodora. Oh, ich dachte, die heißt Isodora, aber die heißt Momo und die heißt Dora. Oh. Laut Wiki hieß die eigentlich Isodora. Aber okay, ich habe die hier gespielt. Ich kann ja mal kurz jetzt hier mal Momo spielen. Vielleicht ist ja Momo cool. Wir können Schwierigkeitsgrad auswählen. Hard. Starts with less HP and no items. Starts with more HP and more items. Ja, wir gehen auf Hard, oder? Momo, let's go. Die rechte ist cooler. Spielen die sich anders? Hi, Saitara. Wir machen jetzt einen halben Speedrun, okay? Das Spiel ist nicht so lang, aber wir haben schon einige Spiele gehabt, die nicht so lang sind. Aber ich habe sie trotzdem nicht innerhalb der 2-3 Stunden hier geschafft im Stream, weil ich zu viel trödle. Deshalb machen wir einen fucking Speedrun jetzt. Hier muss ich jetzt Tastatur zum Beispiel benutzen. Wir machen jetzt einen sicken Speedrun, Leute. Jetzt müssen wir wieder zu leise, ne, das Spiel. So.
Hab heute meine Booster-Impfung bekommen. Und, wie fühlst du dich? Fühlen Sie es, Mr. Krabs? Oder fühlen Sie es nicht, Mr. Krabs? Sicker Speedrun, ja. Ich habe keinen Live-Split gerade installiert. Also ist nur ein halber Speedrun. Yay, ich habe ein Item bekommen. Trampolin. Ich müsste eigentlich einfach in jedem Stream, bei jedem Spiel... Oh, shit. In jedem Stream einfach immer Live-Split offen haben. Irgendwie konnte man hier Menü öffnen, oder? Genau, hier. Das ist keine Heilung? Ich dachte, das ist eine geile Heilung oder so. Ah, doch, ist eine Heilung. Und dann denkt jeder, ich bin Speedrunner. Obwohl ich keiner bin. So macht es doch Dashkin in seinen Streams auch immer. Er hat einfach nur immer Live-Split am Laufen. Ich habe meinen Booster erst in einem Monat. Ist schon wahrscheinlich echt ein geiles Gefühl, oder? Ich werde mich so freuen, wenn ich meine zweite Impfung habe, ey. Das wird so ein befreiendes Gefühl sein. Dann denken halt alle, du bist guter Gamer. Genau, genau. Bei dir funktioniert es ja. Deshalb muss ich es auch einfach machen. Live-Split macht dich 40% wertiger als Gamer. Muss unten lang. War heute im Testzentrum, bin geimpft und geboostet und negativ. Also mir sollte meine Reise nach Österreich zu meinen Eltern morgen nichts im Wege stehen. Ja, dann viel Erfolg und viel Glück. Bei Mutti. This door ist geschlossen oder was? Ist locked, okay. Aber ja, so die zwei, wenn man halt so endlich geimpft ist und 2G hat, bestimmt wie so ein Stein, der von einem Herzen fällt. So, hier ist der erste Zwischenkampf, Leute. Also ich muss, glaube ich, hier hin. So. Gott Fischki! Prim, Guardian of the Shrine. So, was konnte die nochmal? Die läuft von links nach rechts die ganze Zeit. Okay. Aua, die hat mich getroffen. Kein No-Hit, leider. Was? Die hat mich getötet? Ich habe gar nicht auf mein Leben geachtet. Ich habe gar nicht darauf geachtet, wie viel Schaden die macht. Okay, sollte mehr auf mein Leben achten, Leute. So bad, hey. Erstmal reinkommen. Und das ist mein erster Attempt für den Speedrun, ja? Chill. Sie macht 2 Damage. Okay. Das ergibt Sinn. Ich war nach dem zweiten Treffer tot. Okay, dann jetzt aufpassen. Kommst du? Hä, wieso hat sie mich getroffen? Wieso hat sie mich getroffen? Ich stand doch hinter ihr. Wenn ich jetzt noch sterbe, ne? Man bounce immer so ein bisschen weg. Alter. So, gewonnen. Machst du auf? Nein? Der Fischki ist auch nicht für hier gedacht. Okay, weird. Weil sie weiter ausholt. Ne, ich glaube, ich bin in sie reingelaufen. Ich glaube, ich bin in sie reingelaufen. Use Fischki! Yeah, next area. So, Leute, das war Level 1. Let's go to Level 2. Oh, okay.
Geld. Ich weiß noch nicht, bin mir noch nicht sicher, womit man, was man mit diesem Geld anfängt. Aber ich habe bis hierhin gespielt. Weiter habe ich noch nicht gespielt. Die ist ja nackt! LOL! Summonstone! Cole's Helper Ghost. Okay. Wie viel Level hat das ungefähr? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es ein sehr kurzes Spiel ist. Sprich, ich schaff's heute nicht, durchzuspielen. Du scheiße Geist. Yeah. Aber ich habe auch einen Geist am Start. Der macht das schon. Jo, ein Geisterfisch. Nackte Pixel. Da werde ich immer ganz wild bei nackten Pixeln. Was? Die machen ja wirklich alle viel Schaden. Ich muss ja wirklich aufpassen. Sehe ich richtig, dass es nur den dritten Teil auf Steam gibt? Keine Ahnung. Müsste eigentlich mehr geben. Ich habe letztes Jahr den sechsten Teil gespielt. Also der ist nicht Momodora 6. Der ist irgendwie Reverie in bla 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 oder so. Hä? Ach, das Ding explodiert. Nicht mal Kirby in einem Stream geschafft. Ja, ich weiß auch nicht, was da... Ich werde immer hier getroffen, ne? Auf How Long to Beat stand der Kirby, braucht man 3,5 Stunden oder so. Oder sogar weniger. Das ist eine fucking Lüge. Vielleicht, wenn man das Spiel schon kennt oder so. Das ist halt, die Sache ist halt die... Bei How Long to Beat geben das ja Leute ein, wie lange sie für das Spiel gebraucht haben. Aber How Long to Beat existiert ja nicht, noch nicht so lange, wie halt es zum Beispiel Kirby gibt. Scheiße. und dementsprechend haben es die Leute dann halt heutzutage gespielt, nachdem es diese Seite existiert. Und haben es aber natürlich in ihrer Kindheit gespielt. Und kennen das Spiel schon auswendig. Und, ja. Und sind dann natürlich auch schneller und wissen Bescheid. Deshalb kann man bei alten Spielen so immer schlecht in How Long to Beat reinschauen. Mein Geist stirbt. Ich glaube, ich werde heute Level 1 nicht schaffen, Level 2 nicht schaffen. Okay. Ich muss ein bisschen mehr Respekt vor dem Spiel haben. Let's go, Leute. Nicht durchrennen, ich muss ein bisschen mehr Respekt haben, okay? Wir spielen jetzt respektvoll, okay? Einfach durchrennen statt fighten. Ja, das geht ja nicht. Mein Geist ist schon ein bisschen dumm, ey. Oh, ich stand in ihm drin. Das hat mich trotzdem noch getroffen? Was? Das hat mich getroffen? Scheiße, Geister kommen von unten. Die haben ja dieselbe Mario-Mechanik. Okay. Huh. Ich hab den Chat geguckt. Eins und zwei gibt's auf each. Okay, ich weiß auf jeden Fall, dass diese Momodora Reverie in the Moonlight oder so auf jeden Fall der teuerste ist. Oder so, der kostet glaube ich sogar 20 Euro oder so. Nee, kostet er nicht. Ich hatte ihn auf jeden Fall im Game Pass gehabt. Fische. Bravo, und kommt Checkpoint. Checkpoint! Alles gut, Leute. Yo, Dingo, danke für 8 Monate. Die goldene Mütze kommt immer näher. Ja, nice. Okay, jetzt kommt von oben was gefallen. Oh, shit. Aber die Geister... Man muss Trial and Error machen, Leute. Die Geister erkennt man vorher gar nicht so beim Rushen. Und langsam spielen will ich nicht. Also muss ich Trial and Error machen! Kann ich überhaupt schwimmen? Ja, okay.
Man wird einfach durchrushen. Easy. Easy game. Die Kiste geht ja gar nicht auf. Ja, ich wurde am Checkpoint gehittet. Es gibt kein Safe-Punkt in diesem Spiel. Überall fühlst du dich wie im Krieg. Gebot Nummer 11. Du solltest nicht beim Zocken in den Chat gucken. Aber ihr seid alle so hübsch. Was explodiert da? Hä? Wieso bleibe ich manchmal stehen? Wieso bleibt sie manchmal stehen? Checkpoint. Sie bleibt wieder stehen? Hä? Was liegt am Gamepad? Ich glaube, das Spiel ist halt echt nicht für Gamepads gedacht, kann das sein? Okay, Bosskampf. Denke ich. Ich mach mal Tastatur, Leute. Okay, chill, bro. Stimmt, ich kann ja schwimmen. Das ging schnell. Oh, jetzt muss ich immer jetzt mal hier lang. Okay, er kann dashen. Und dann kommen Steine von oben runtergefallen. Was passiert? Ich stand doch hinter ihm. Niemand schiebt so schnell. Einfach World Record, ja. Boah, wie schnell er sich umdreht. Um den Stein. Nein, nicht in ihn rein. Ja, wenn ich, glaube ich, den Fisch besiegt habe, habe ich, glaube ich, schon so 50% des Spiels durchgespielt. Haben wir gleich durch, Leute. Die Steine kommen! Ich wollte durchballern! Weiß einer, was an dem Spiel schwer ist, wenn man auf schwer spielt? Machen die Gegner mehr Damage? Hey, was hat mich getroffen? Was hat mich getroffen? Junge, dieses Shaken des Screens, das ist so schrecklich, ne? Dieses Shaken des Screens ist so schrecklich, Alter. Kann man das ausstellen? Nee, ne? Ranged Attack? Ich kann ja was werfen. Das Wackeln ist so schrecklich.
Aber ich bin Gamer. Ich muss damit lernen, umzugehen, Leute. Und ich werde damit lernen, umzugehen. Yeah, next area. Jetzt geht's in den Untergrund. Dem Hideout. Checkpoint, sehr gut. Hallo, umgekippte Milch. Ich habe bestimmt schon einen Haufen Secrets verpasst, wo es HP-Upgrades gibt und so. Oh mein Gott, das ist mein Held. Jo, was hat er für ein langes Schwert? Wieso überhaupt töten? Einfach weitergehen, wa? Aber da ist eine Kiste. Da wollen wir hin. Nein, nicht meine Kiste! Und jetzt? Wie komme ich denn an die Kiste ran? Hä, was hat mich getroffen? Kann er jetzt aus seinem Arsch Pfeile schießen oder was kam da gerade angeflogen? So. Hä? Okay, da ist nur Geld drin. Oder was auch immer das ist, was ich da sammle. Irgendwelche Sterne sammle ich ja da. Hey, irgendwas stimmt mir nicht mit dem Spiel. Ich weiß nicht, ob es wirklich am Gamepad liegt. Aber oft, wenn ich lande auf dem Boden und dann halt weiterhin nach rechts halte, bleibt sie kurz stehen. Und dann muss ich erneut die Richtung antippen. Ich mach mal mit Tastatur. Nee, da schon wieder. Nee, das ist wohl irgendwie eine Mechanik in dem Spiel. Vielleicht, wenn man zu tief fällt, dann ist sie so auf dem Boden kurz stuck. Wie viel Damage saugen die denn auf? Einfach SpongeBob, Alter. Twitch Mobile suckt, by the way. Ja, es gibt da irgendwie eine andere alternative App, die Dashke immer feiert. Ich habe keine Ahnung, ich benutze auch immer Twitch Mobile. Hatte eigentlich bisher nicht so viele Probleme damit. Schon wieder, ich bin hängen geblieben, einfach. Ich bleib einfach stehen. Aber es muss doch HP-Upgrades geben, oder? Ich bleib doch nicht die ganze Zeit mit so wenig Leben, oder? Wieso ist der Geist so noobig? Vor allem, ich wünschte, ich könnte das mit D-Pad spielen, aber ich muss es halt mit Dingens spielen. Oh mein Gott, sie bleibt halt immer stehen. Ach, da ist eine Falle. Jetzt habe ich gerade erst die Falle gesehen. Da ist eine Falle, Leute. Es gibt Shops. Shops? Hätte ich vielleicht mit den NPCs reden müssen? Da hinten. Seht ihr den Knopf da hinten, Leute? Da kommen immer die Pfeile rausgeflogen. Okay. Kann ich die einfach töten da oben? Komm doch ran, trau dich! Ja, sie tötet ihn einfach. Geist OP. Och mein Gott. Hä? War ich nicht noch full life? Ich muss mal mit dem nächsten NPC reden. Ich habe jetzt alle NPCs geskippt wegen Speedrun. So, Checkpoint. Hä? Das ist. Ach so, nur wo. Hä? Ach so, okay, da wo die Punkte sind, die sind nicht solid. Da ist eine Falle, ich sehe sie. Hier geht's nach unten. Ah, okay, man stirbt da einfach. Okay, ich dachte, das ist ein Secret oder so. Man stirbt da einfach. Ja, gut.
So, jetzt sprech mal mit dem Bunny. Greetings, I've never seen you around here. I'm the one in charge of local shop! Ich hab keine Ahnung, was ist. Das ist auf jeden Fall ein Heal Drink. A special ceremonial fabric. It will boost your attack when you are low in health. Okay. Ich hab kein Geld. The love letter, a special item. It will heal you when you defeat an enemy. Oh, das ist strong, Leute. Das brauchen wir. Ich brauche noch 100 Cash. Ich will hier raus. Wie komme ich hier raus? Okay. Die Kiste ist cursed, oder? Ja. Vielleicht mit Fernkampfangriff. Das darf ich nicht vergessen, weil ich habe Fernkampfangriff. Den müsste ich vielleicht öfters benutzen. Da kommt einfach nichts raus. Ich habe nur eine Mimik, okay. Pilz. Yo, der sieht ja richtig aus wie ein geiler Rüpel, Alter. Okay, wir machen jetzt nur noch Range, Leute. Wir machen jetzt nur noch Range. Safety first. Wir wandeln jetzt unser Speedrun um in einen No-Death-Run, okay? Wo ist der sympathisch? Er wollte mich töten. Jetzt wieder so ein Ritterboy. Oha, hier gibt's eine Erdbeere, Leute. Und jetzt habe ich verkackt. Glocke! Das ist schon wieder eine Mimik. Es gibt verschiedene Mimics. Oh, Bosskampf? Die ist ja richtig ready, Leute. Hä? Boah, dieses Screenshaken ist so schrecklich. Wenn ich kämpfe, sehe ich nichts. Bruh, wie viel Leben hast du eigentlich? Nee. Ich hab fast, Leute, beim nächsten Shop kann ich wahrscheinlich schon mir das Upgrade kaufen. Bin fast ready. Was ist da oben? Oh shit! Das ist der eigentliche Bosskampf. Oh shit! Ich hab kein Leben. Ein halbes Herz. Das ist der echte Bosskampf. Lebt jetzt das Girl? Wie hat er mich getroffen? Keine Ahnung. Das ganze Screenshaked. Ich erkenne eh nichts. Ich verliere auch mein Geld. Okay. Jetzt können wir da die Kugel. Ich bin Hase. Okay, ich bin wieder normal. Okay, das ist eine Bombe. Das ist eine coole Bombe. Ja, die Musik ist ganz cute im Spiel. Das stimmt. What the fuck?
Kann ich irgendwann mal auch mal zum Boss mit Full Life oder so? Moment, verliere ich die ganze Zeit auch? Ich verliere die ganze Zeit Geld. Ich dachte, man verliert nur das, was man halt auf dem Weg gesammelt hatte. Aber ich verliere die ganze Zeit Geld. Das heißt, wenn ich jetzt ein paar Mal sterbe, bin ich wieder bei Null und kann mir wieder das Upgrade nicht kaufen. Sehe ich das richtig? Scheiße. Diese Kugel, Alter. Oh mein Gott! Zu grindy. Bombe. Ich muss hier weg. Wow, der Radius ist so riesig. Okay, was macht sie jetzt als zweiten Angriff? Die weiße Kugel. Jetzt kommen wieder die komischen lila Dinger. Jetzt kommt wieder die Bombe. Oh, in mir. Okay, Sister Nummer 1! Ist down. Feuer. Nein! Wieso springe ich? Ich hätte einfach warten müssen. Okay, jetzt bleibt das Feuer die ganze Zeit hier. Oh, sie macht noch mehr Feuer! Wieso bleibt das die ganze Zeit hier? Okay, vielleicht erst die Schwarze erst töten vielleicht? Wenn das überhaupt geht. Wenn die übrig bleibt, ist ja quasi wie Sudden Death. Wenn du zu lange brauchst, wirst du so oder so sterben. Weil dann ist ja irgendwann der Raum wahrscheinlich voll mit diesen Flammen, ne? Sie weg. Bombe kommt. Bombe. Ist das ein One-Hit, die Bombe? Ne, stimmt, ich habe immer die ganze Zeit 185. Aber dann komisch, weil ich hatte vorhin 188 nach einem Tod und dann hatte ich wieder 185. Obwohl ich nichts gesammelt hatte, glaube ich. Was ist das für eine Early Game Boss? Wieso? Ich spiele halt auf hart. Wahrscheinlich kriege ich halt die ganze Zeit mehr Leben, mehr Damage, oder? Aber habe ich das gerade richtig gesehen? Die Bombe ist ein One-Hit? Oder habe ich irgendwo Schaden übersehen, weil der ganze Screen wie verrückt am Shaken ist? Ah, Hase! Auf hart hast du einfach nur weniger AP. Ah, okay. Wie viele Herzen hätte ich denn auf Normal? Okay, ich spiele mit Tastatur. Ich glaube, mit Tastatur ist es einfacher. Scheiße. Scheiße, ich bin so schlecht. Okay, die habe ich ja super schnell getötet. Ach nein, wieso springe ich rein? Oh Mann, also. Ich weiß aber auch nicht, wie ich das anders legen soll. Die Sache ist halt die, wenn ich das mit Gamepad spiele, dann muss ich
ist immer springen und schlagen immer ein bisschen doof. Bei Tastatur ist das ein bisschen einfacher, aber das Laufen mit den Pfeiltasten ist auf Tastatur scheiße. Wieder Hase. Alter. Hey, Escape, was geht ab? Einfach mit einer Hand Gamepad laufen und mit der anderen Hand die Angriffe oder so. Aber das Problem ist halt, ich müsste mit der linken Hand laufen und mit der linken Hand angreifen und springen. Und Tazi, Dankeschön für 17 Monate, Mann. Geh ich mal wieder Tastatur. Oder ich mach Joy to Key an und mach einfach alle Knöpfe anders. Dann kann ich auch mit D-Pad spielen. Ich bin einfach straight reingejumpt. Ich muss eigentlich gar nicht laufen dabei, einfach nur hochspringen, ne? Hä? Was ist passiert? Ich stand doch gar nicht in dem lila Zeug drin, oder? Oder hat sie schon direkt Feuerchen gespawnt? Moment, ich kriege keinen Schaden, weil wenn ich in hier drin stehe. Oh mein Gott! Diese kleinen Dinger, wie lange die unterwegs sind, die gehen ja gar nicht mehr weg. Okay, wir konzentrieren uns jetzt. Wir konzentrieren uns jetzt auf die Schwarze. Oha, hey Lugi, was geht ab? Hast du doch noch geschafft. Diese Hitbox. Okay, ihre Kugel ist größer. Okay. So rum ist einfacher, glaube ich. Dinge passieren. Tür ist offen. Wir gehen kurz speichern nochmal. Und wie findest du das Game bisher? Hart. Ich bin tot. Ich bin schon sehr oft gestorben.
Moment, lebt der Boss jetzt? Lebt der Boss jetzt wieder? Der Boss lebt wieder. Oh, wow. Wow, er lebt einfach wieder. Ich dachte, es ist jetzt egal. Ich bin gesaved. Yo, die Reichweite. Ja, ich wollte ja noch nicht durch die Tür gehen. Ich wollte noch kurz links abchecken. So trash. Sie ist schon tot. Ich sollte einfach direkt durchlaufen. Hey! Oh, ich habe mich mit dem Geist verwechselt. Das stinkt mir. Okay, chill doch mal jetzt hier. Dieser Geist, Alter. Entweder sie macht gar nichts oder sie übertreibt. Zu früh. Oh, dieser Hasenspell ist so unnötig lang. Darf auch nicht zu schnell sein. Wenn ich zu schnell bin, dann bin ich in der Wand, quasi an der Wand gefangen. Was haben sie so überlebt? Okay. Bitte! Bitte, die Flammen kommen immer noch. So, jetzt. Dann erkunden wir nicht, wir gehen weiter, Leute. Bell Tower Garden. Bin ich schon ungefähr durch die Hälfte durch, Lugi? Looks like something can be planted here. Ah, okay. Wir können hier den Freundschaftsbaum pflanzen und zusehen, wie dieser Baum, wie unsere Freundschaft gedeiht, Chat. Das ist eine süße Fliege. Oh. Da ist eine Pflanze. Ich habe Angst. Jo, sie kann unter mir hochkommen. Checkpoint? Was ist das? Nein! Ich bin voll in sie reingejumpt. Da ist ein Checkpoint und ein Shop sogar. Ich habe aber immer noch keine 250 Leute zum Shoppen. Und ein Secret-Welt, keine Ahnung, sie finden, wie es was. Die Welt und danach noch zwei andere. Oh, okay. Bin ich ja wirklich fast durch.
mir fehlt ganz wenig. Jetzt können wir kaufen, Leute. Oh, ich kann nicht einkaufen, während hier Gegner sind, oder? Die werden mich währenddessen töten. So, schnell einkaufen. Und jetzt kaufen wir diesen Brief, Leute. Oh, die hat jetzt andere Items. A golden flower. With this enemies will drop twice as much money. A bomb spell makes your paper seals explosive. The money bomb. It makes money explode, damaging nearby enemies. Boah, nehmen wir die Bombe, Leute. Die wievielte Welt ist das? Das müsste die dritte sein, oder? Die vierte, dritte? Nee, die God Idea Statue, okay. Die dritte ist das, glaube ich, oder? Die vierte, okay. Da geht's nicht lang. Ich hab noch einen Tee hier, Leute. Ah, Anis Fenchelkümmel. Der ist schon schön kalt. Scheiße. Wieso explodieren die nicht? Muss ich die ausrüsten vorher? Ah, jetzt aber ist mein Geist weg, ne? Ah, jetzt mein Geist weg. Ich weiß nicht. Geist war eigentlich ganz okay. Aber nochmal extra Damage auf Fernkampf ist auch ganz sick, oder? Jetzt bin ich wieder hier. Okay. Chill doch mal kurz. Lass mich doch mal kurz! Du kannst mehr als eine ausrüsten. Aber jetzt habe ich die Bombe genommen und der Geist verschwunden. Ne, jetzt ist er wieder da. Ist meine Bombe jetzt noch da? Oh mein Gott, nee, meine Bombe ist wieder weg. Diese scheiß Pflanzengegner können sich mal so gepflegt löschen. Ach so, ich kann mal... Nee. Ich habe die Bombe nicht mehr, ich muss sie neu kaufen. Ah, okay, so. Oh mein Gott, die Pflanze kann sogar im Trampolin spawnen. Boah, ist die anstrengend. Ja, komm doch runter! Warum spielst du die Spiele eigentlich immer direkt auf Hard? Weil es challengiger ist. Okay, da ist jemand drin. Eine Pflanze. Okay. Das Game ist auch so challenging, lol. Hard hätte ich absolut nicht empfohlen. Also ich finde es bisher eigentlich den Schwierigkeitsgrad genau richtig. Eine riesige Glocke. Okay. Bellkeeper Poetalia. Uah, hier könnte kann dashen. Okay, er kann eine Welle machen. Okay, da muss ich auf Gamepad wechseln. Ich muss mich schnell bewegen. Schnell bewegen mit Tastatur geht nicht.
Okay, er landet direkt in einem drin. Ah, okay, ich bin tot. Kann man das Screenshaken ausmachen, Lugi? Ich hasse das Screenshaken in dem Spiel. Das ist bisher meine einzige Kritik. Das Screenshaken ist maximal scheiße. Oh mein Gott. Ich sehe halt gar nichts. Ich sehe keine Animation, wenn der Screen sich so shaket. Ich muss halt komplett wirklich auf Range gehen. Ich kann nicht gegen den im Nahkampf kämpfen, weil ich nicht mal erkenne, was er macht. Weil der Screen so hart am Shaken ist. Springt der immer? Jetzt dasht er wieder wahrscheinlich. Der springt. Jetzt macht er wieder so einen Spin. Jetzt dasht er wieder. Ah, ich hab's nicht gesehen. Jetzt dasht wieder. Jetzt kommt der Sprung wieder. Jetzt kommt sein Spam wieder. Jetzt kommt wieder der Dash. Jetzt kommt wieder der Sprung. Jetzt kommt sein Spam. Jetzt kommt der Dash. Ah, zu früh. Zu früh gesprungen. Warum macht er so viel Schaden? Alle machen so viel Schaden. Okay. Der Start ist schrecklich. Danach ist er gar nicht so schwer. Ha. Ha. Und HP-Upgrades gibt's hier nicht, ne? Ich bin so schlecht, wieso spiele ich nicht genauso wie gerade eben? Du meinst alle Bosse oder wie? Nee, alles. Alles ist super gefährlich und böse und tötet dich. Und macht viel zu viel Schaden. Aber das ist gut, dann kann ich nicht so easy durchrennen, wie ich will. Sondern muss hier und da auch dodgen bei normalen Gegnern. Seit 20 Minuten Wasser im Topf anfängt zu kochen, habe erst jetzt gemerkt, dass ich vergessen habe, den Herz anzumachen. Das ist gar nicht mal so smart. Ey, wieso bin ich jetzt so? Jetzt bin ich zu greedy. Jetzt bin ich viel zu greedy. Aber Hauptsache durchrennen. Ja, hätte ich jetzt doppelt so viel Leben, dann könnte ich mich einfach von allem treffen lassen und das würde reichen, bis zum Checkpoint zu kommen. Dadurch, dass ich aber halt nur 3 Leben habe und super schnell sterbe, muss ich halt aufpassen, was ich mache. Junge, ich sehe keine Animation. Kann ich meinen Geist ausmachen? Ich muss meinen Geist ausmachen, Leute. Der Geist ist Trash. So, weg damit. Hast du bisher noch mit keinem NPC geredet? Doch, mit dem Shop. Steht zu nah dran. Der Geist macht guten Schaden. Der Geist tötet mich die ganze Zeit, weil ich nicht sehe. Der Geist ist schon wieder da. Piss dich, Alter. So. Ach, ich bin so dumm.
Vergessen. Gegner? Gegner? Da kommen Gegner. Und hey, Lua, was geht ab? Jo, das trifft mich noch. Scheiße. Ah, das war unnötig. Unnötig Damage. Warum wird der Boss eigentlich kurz unsichtbar, wenn man ihn trifft? Das macht das Angriff, Lesen, Dodgen wesentlich schwerer. Ja, generell auch das Screenshaken, dass er unsichtbar wird und so, das alles macht es ein bisschen irgendwie ungeil. Deshalb mache ich auch meinen Companion aus, der eigentlich guten Damage macht. Aber der halt dazu bringt, dass der Screen die ganze Zeit nur am Shaken ist und ich erkenne nichts. Das war zu früh. Ich hab doch schon mein Rhythmus. Wieso behalte ich nicht den Rhythmus? Wieso versuche ich jetzt irgendwie dazwischen was zu machen? Der Kampf jetzt ohne das Bomben-Upgrade. Aber ich habe das Bomben-Upgrade. Nein, ich habe meinen Geist vergessen. Müssen die Gegner kommen? Nein. Er lag auf dem Boden? Er hat meinen Rhythmus gebrochen. Er hätte jetzt dashen müssen. Er hat plötzlich was Neues gemacht. Der lag auf dem Boden, die miese Sau. Der lag auf dem Boden! Was soll das? Ich war voll im Flow. Ach ja, der Dash, ich bin so dumm. Okay, ich bin komplett raus. Ihr müsst bedenken, das ist von dem Developer das 3.5-Spiel aus 2014. Ist leider nicht das allerbeste Spiel, aber eigentlich schon. Das ist dein Lieblings-Pomodora-Teil. Imagine, nicht schlafen. Okay, weiter weg. Kannst dich doch nicht mitten im Bosskampf auf den Boden legen. Ja, ich weiß nicht genau, ob er sich versucht hat zu heilen und ich muss dann ran und ihn schlagen. Keine Ahnung. Bin mir noch nicht sicher. Ich bin so schlecht in Videospielen. Wieso existiere ich auf diesem Planeten eigentlich noch? Dass ich immer zu nah dran stehe. Anstelle einfach 2-3 Schritte weiter zu gehen. Bin ich einfach zu greedy.
bin so schlecht in Videospielen. Er hat nur 3 Moves und ich sterbe trotzdem. Ah, oh, dieser scheiß Vogel. Der Piepmatz. Der Piepmatz. Ach Mann, diese Piepmätze. Die bringen mich komplett aus dem fucking Flow, Alter. Ah! Ich hab ihn gleich. Ey, das kann doch nicht sein, dass ich so schlecht bin. Ich mach doch nur dieselben Moves. Ich muss doch an dieselben Stellen immer mich hinstellen. So schwer ist das doch gar nicht. Ich mach trotzdem immer einen Fehler, dass ich nicht außen stehe, sondern in der Mitte stehe. Zu nah. Momodora 4 ist dein Lieblingsteil. Ist das der, den ich letztes Jahr gespielt habe? Der Anfangsdash ist. Oh mein Gott. Sobald mich der Anfangsdash trifft, bin ich raus und verliere instant. Nein! Ich bin nicht gesprungen. Ich stand einfach nur da und hab zugeschaut. Ich kam einfach nicht zu Hilfe! Und ja, Momo 4 war das, was du letztes Jahr gespielt hast. Ich dachte, das war der 6. Teil. Scheiß Vögel schon wieder und ich bin einfach instant tot. Ich bin einfach instant tot, wenn die Vögel kommen. Es war Momodora 2020, so hieß das Spiel. Es wird nur noch gegen Vögel gekämpft. Er liegt. Wow, das war ja echt Free Win, wenn er liegt. Das ist ja einfach Free Win. Oh Leute, das ist der Schal. Das ist ihr Schal. Ich dachte, das ist eine kleine Ente.
Ich glaube, ich dachte, das Gelbe ist ihr Schnabel. Das ist ein Schal. Ich dachte, das ist eine kleine süße Ente mit einem Hut. Hey, Tipsy. Meine Mom hat mir Muffins gebracht, die wie kleine süße Bubis aussehen. Okay. Seht ihr das nicht? Das sieht aus wie so eine traurige Ente, die da sitzt. Aber ja, jetzt erkenne ich das. Das sollen Augen sein. Also, Schal sein, meine ich. Please take this. Got Owl Badge. Okay. That is a gift from the inhabitants of the garden. Please don't trouble us any longer. Tja, das ist keine Ente, war ja. Sie soll doch eher wie ein Käfer aussehen, oder? Hey, bin ich der Einzige, der eine Ente sieht? Bin ich der Einzige, der eine Ente sieht? Ich habe auf die Fühler halt gar nicht geachtet. Kann ich an der großen Glocke speichern? Nee, ne? Kann ich nochmal kämpfen? Wenn ich jetzt sterbe, muss ich nochmal kämpfen, ne? Ich sollte nicht sterben, oder? Hier ist ja direkt ein Speicherpunkt. Und was soll das restliche Gelbe sein? Restliche Gelbe? Jetzt hätte doch nur hier so das Gelbe. Das sah aus wie ein Schnabel. Artemisias Grave. Alter, wir hatten gerade Idea gehabt. Jetzt haben wir Artemisia. Was ist das hier? Final Fantasy 8 oder was? Ach, das kann durchfliegen. Okay. Wieso springt sie nicht? Du, 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 du. Hey, den Song haben wir in der Playlist, ne? FF Klammer auf. Ja, FF Klammer auf ist auch ein anderer Begriff für FF8. Ich musste extra auf das Doku kurz gucken. Hä? Wieso bleibt man. Ich verstehe das nicht. Wieso bleibt man manchmal stehen, wenn man runterspringt? Das ist weird. Mit seiner Bombe der überhaupt hoch? Nee, ne? Ach, mein Geist erledigt das schon. FF Procent. Das ist ja FF5. Der ist unsterblich. Ist es ein NPC? Oh, das ist ein NPC. Hello, you look pathetically dull. Perhaps you do not even have enough to buy the junk. Ich habe aus Versehen was gekauft. Ah ne, ist ein Not Animal. Okay. Ja, ich will doch gar nichts kaufen. Glocke! Ich glaube, wir sind Kegi nicht wichtig genug. Tja. Ich habe diese Woche keine Zeit mehr. Nächste Woche, wenn dann. Wie soll ich hier weg? Okay, er geht dann wieder zurück.
Okay, dann hätte ich wahrscheinlich hier die Bombe eigentlich. Hätten mir wahrscheinlich für diesen Kampf eine Bombe empfohlen worden vom Spiel. Der NPC hätte mir wahrscheinlich die Bombe verkauft. Bra? Okay. First try, denke ich. Voll emotional, wie sie da tot liegt. Ja, ja. Kennt man die? Habe ich die schon vorher getroffen? Ich muss speichern, leider. Ist fein, denke ich. Jetzt bin ich nicht hektik, was zu machen. Ja, du bist doch, musst doch jetzt alle Klassen auf Level 90 leveln, oder nicht? So schnell wie möglich. Du musst doch Server first sein, oder nicht? Wieso bin ich nicht full live? Ich war doch an der Glocke. Muss ich jetzt nochmal gegen den Boss kämpfen? Hey, Zwilli. Stacheln. Als ob Keggy auf die Lore achtet, ja. Als ob Keggy auf die Lore achtet, als ob Keggy Videospiele spielt, als ob Keggy einfach alles sagen, was einfach halbwegs negativ ist. Einfach alles. Ich habe gerade irgendwas gesagt, was so klang wie Hi Bixby. Ich mache heute Abend dann Modded Divinity. Mich interessiert aktuell nur Extremis und warte auf Savage. Achso. Lass mal nochmal in die Stacheln laufen. Hallo, Poppy. Ich bin positiv. Bist du... Hast du Corona oder was? Ich glaube, die Explosion hat, glaube ich, einen größeren Radius, der für längere Zeit da bleibt. Du meintest, Chat ist negativ. Achso. Schneegebiet! Yeah! Geile. Wann kriege ich endlich ein HP-Upgrade? Ist das ein Gegner? Ist das ein Gegner? Der ist ja klein und süß. Der kam aus dem nächsten Stern angeflogen. Die machen ja Sternangriffe. Ich bin tot. Ich bin tot. Okay, let's go. Moment, das heißt einfach Hell? Ich bin in der Hölle? Das sind gar nicht die Totenköpfe. Da hinten ist jemand. Der was schießt. Da ist irgendwie so ein Togepi oder so. Oh Mann, die springen. Wieso kann ich springen? Okay, das sah. Wie viel Leben hast du? Diese Sterne! Sind jetzt im ganzen Level die ganze Zeit? Yo, da ist wieder so ein Sterntyp. Oh mein Gott, was ein scheiß Level. Okay, Leute, hier können wir nicht mehr speedrunnen. Speedrun ist vorbei, Leute. Tut mir leid. Die können ja doch rüber! Ich bin tot!
Glocke. Und jetzt noch einer. Nein, der springt in mich rein von oben. By the way, in die Secret-Welt kommst du eh nicht mehr. Und du wirst das Spiel eh nie wieder spielen, leider. Du triffst dort in der Secret-World das Girl, welches du in Teil 4 triffst. Das Girl, welches das rennt unter dir. Und ja, Teil 4 ist ein Prequel und so, Time Travel und so. Ich dachte, das ist Momo, und ich spiele doch gerade Momo. Die haben dieselbe Frisur. Wieso kann ich sogar Double Jumpen? Nee, die da rennt, heißt Kaho. Das ist die Mom von Momo und du spielst gerade in 3 Momo. Aber wieso heißt dann der Teil Momo Dora, wenn du Kaho spielst? Und nicht Momo oder Dora? Spielst du nicht Dora? Ne, ich spiel Momo. Ich glaube, du hast das verwechselt. Die heißt gar nicht Kaho. Sie heißt einfach, glaube ich, nur Mom. Also M-O-M. Dann passt das besser zu Momo Dora. Und eigentlich müsste dann hinten eigentlich ein Fragezeichen stehen. Weil das Spiel heißt Mom, oder? Deshalb Momodoro, Mom oder Fragezeichen? Oh mein Gott, diese Sternscheiße! Man kann die Sternscheiße zurückschießen! Als ob wir gleichzeitig denselben beschissenen Joke gemacht haben. Nee, du hast Mom O gemacht. Aber ich sage Mom oder. Okay. Wenn man die Sterne zurückschießen kann, macht es einiges einfacher. Lugi einfach gar keine Ahnung von dem Spiel. Ja, ich glaube auch. Verarschen gar nicht wie selber. Hey. Okay, jetzt kommen da 20 Sterne geflogen. Hey! Yeah.
Hey Jerry, ich erhoffe irgendwie, dass irgendjemand hier Gefallen an das Spiel findet und dann wird sich über mich lustig gemacht. Über was wird sich lustig gemacht? Der wirft Bomben. Die Bomben haben mich, glaube ich, getötet. Bomben sind halt übelst OP in dem Spiel. Die Glocke ist kaputt, das kannst du mir nicht antun. Bitte sag mir, die funktioniert trotzdem. Die funktioniert nicht. Dieser Bomben-Spam, Alter. Okay, ich bin noch safe, Leute. Ich bin noch safe. Wie, kein Stern? Doch, da kommt ein Stern. Da ist ein Stern. Eine Glocke, Leute. Jo, ich muss Tastatur benutzen. Bro, ich heile gerade. Chill doch mal kurz, Jungs. Checkpoint. Jetzt kann ich wieder sterben. Über Momodora und mich, weil wir ein Joke aus dem Namen machen? Bist du jetzt beleidigt? Entspann dich. Hey Ricky. Das mit Gambit des Tastatur hatte ich ja auch. Ist weird, oder? Scheiße. Von hinten. Popodora. Das hast du nicht gesagt. Yeah. Was haltet ihr von eurem eigenen Essen, hä? Und dann werfen sie zurück Bomben auf mich. Das ist dann jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, die letzte Welt, Lugi? Oha, nice, Leute. Wir spielen wirklich ein Spiel in der Dingens. Ich wollte schon KSW sagen. Wir spielen hier in einem Advents-Shit ein Spiel mal durch. Wild, oder? Glocke. Okay, Boss kommt. Aber morgen, das Spiel, was morgen kommt, werden wir wahrscheinlich auch durchspielen. Spielst du? Hör auf zu spoilern. Da ist er. Der Endboss, Leute. Cassius. Daher hat sein Namen Clashy. Jo, wie viel Damage der nimmt. Der ist ja übelst schwach. Sad, dass du Five Nights at Freddy's nicht durchgezogen hast. Ist das wirklich sad? Okay, der verwandelt sich gleich, ne? Der muss sich verwandeln, der hat viel zu wenig Leben. Oder das ist nur der Ritter, der den Endboss verteidigt. Und ich muss ihn jedes Mal besiegen, wenn ich zum Endboss will. Okay. Das ist wahrscheinlich nur der Ritter, der den. Ist quasi Vendrick. Krusty, dankeschön für 11 Monate. Sad, dass du Stronghold nicht durchgezogen hast. Okay, das war nicht der Endboss. Ah. Okay. Jetzt muss ich nochmal gegen den Typen kämpfen, oder? Sehe ich das richtig? Ah. Nein, daher stammt mein Name nicht. Ich glaube, du lügst. Gar keinen Bock.
Wann 8 Spieler alle gegen alle im Stronghold? Bist du verrückt? Wann 36 Spieler in Crusader Kings? Jeder gegen jeden. Ich muss hier weg. Glocke? 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 Glocke. Shop wäre nice. Vielleicht ein paar Heil-Items für den Endboss. Okay, hier ist die Endboss-Arena, oder? Nein, doch nicht. Okay, ich bin nach links. Ich dachte gleich, kommt die Bowser-Kutsche runtergefahren. Oh, da ist Badeline. Oh, Mommy, you're quite a cutie. Don't you think it's a bit dangerous to win around here? Jetzt kommt die riesige Frau wahrscheinlich, ne? You've got yourself in a very bad situation, dear. I won't have your priests interrupt my fun. Ja, okay, sie ist klein. Ah, die macht dicke Kugeln. Sie nichts. Ich habe keine, was sie vorhat. Sie ist weg, sie ist unsichtbar. Sie ist wieder da. An derselben Stelle. Bam. Ja, in dem Teil, den ich gespielt hatte, war die riesige Frau letztes Jahr. Ich dachte, vielleicht kommt hier auch noch eine riesige Frau. Ich meine, sie ist eine Hexe. Ich dachte, sie verwandelt sich gleich in so eine riesige Ursula. Okay, Spam geht nicht. Gibt's leider viele Boobs. Schon weird, in welche Richtung sich das Spiel entwickelt hat, oder? War das gerade der Blasphemous-Spam? Also ich hatte hier ich wollte ja Dienstag Blasphemous streamen und hatte ja vorher kurz Blasphemous angemacht und der Spam, er war noch in meinen Fingern gespeichert. Ich konnte es immer noch. Ich habe den ersten Tutorial-Boss komplett weggespammt direkt. Ich sehe nicht, was die macht. Jetzt kommt wieder die Explosion. Das erkennt man immer. Ich glaube, nach dem Porten kommt immer die Kugel. Kann das sein? Und danach kommt immer der Nagel. Und jetzt kommt wieder die Explosion, oder? Ja. Jetzt kommt wieder der Port. Und dann kommen die Kugeln angeflogen. Jetzt kommt der Port und der Nadel. Kugel. Nagel. Ich bin so schlecht in Videospielen. Keck Love, wir haben keinen Keck Love. Hm. Wann Keck Love? Und Keck Love.
Die hat noch eine zweite Phase, das ist unfair, das zählt nicht. Ich komme gar nicht so weit hoch. Oh, kann ich die Kugeln zurückschießen? Ich glaube, die Schneeflocken konnte ich gerade zurückschießen, oder? Oh no. Zweite Phase ist halt echt unfair. Der Nagel hat mir 2 Damage gemacht. Lächerlich. Imagine jetzt Heiltränke haben. Yeah! Gewonnen! Noch eine Phase! Noch eine Phase! Ich hab nur 3 Herzen! Das hier Dark Souls 3. Och, lösch dich. 2 Damage macht das. Das zählt doch gar nicht. Schneeflocke, ich bin so schlecht. Wieso hast du keine Herzteile? Es gibt keine Herzteile im Spiel. Ich frag mich, wieso es auch am Ende kein Hasen gibt vor dem. Vor dem Endboss. Vielleicht gibt's auch einen, der ist versteckt hinter einer Wand oder so. Ich bin so schlecht. Das macht nur 1 Schaden. Nur Schmerzteile gibt es.
Okay, No-Hit Phase 1. Okay, Geist hat richtig Bock. Einfach rein. Das funktioniert nicht. Upon killing the goddess of death, Momo sealed the connection between the living realm and hell. New ghost appearances ceased completely. However, the village of Koho, Koho, so heißt doch die Mutter aus dem Prequel, oder? Was still haunted by the ghosts that remained, now filled with frustration and despair. The priestess didn't know what to do, and tranquility was no longer present in the lives of the villagers. Bad end? Wie kriegt man good end? Hätte ich sie nicht töten sollen? Ich dachte, ich hätte einfach da. Nein. Hätte ich sie nicht töten dürfen? Ah, ich hätte mit dir reden sollen. Okay. Ja, dann machen wir noch schnell das Good End, wa? Dann machen wir sogar einen All-Endings-Run, Leute, hier. Mit dem Spiel. Okay, ich kann nach oben schießen. Die Kugel war so groß. Ne, Flocke hat mich getroffen, Scheiße. Jetzt rede ich. You stupid girl! I can't believe this! Aber jetzt ist er trotzdem tot. Oh nein, sie verwandelt sich. Sie hat sich jetzt mit Dora vereint. Oh, hi. It seems you beat the previous death. Say, was she an evil person? Okay, you didn't have to say a word. I can feel she's done a lot of mischief. Oh, der Tod ist eigentlich gar nicht böse, aber der Tod war besessen von irgendeiner bösen Kreatur und dann war das dann böse. You did well in purifying her. Do not worry. From now on, I'm going to take care of whatever trouble she has caused to you humans. Here, I'll send you home. Auf geht's nach Hause, Chad. Momodora Fun Facts. Es war mal ein RPG für Momodora geplant, aber die Idee wurde verworfen. Alles nur durch die Macht des über Probleme Redens, ja.
Manchmal muss man auch einfach reden, Leute. Ja? Und ich habe es wieder gelernt. Ich hab erst meine menschliche Art gezeigt, so wie normale Menschen reagieren, und zwar töten, wenn etwas böse ist. Aber manchmal kann man auch einfach reden. Shin Megami Tensei. Und an der Stelle spielt Shin Megami Tensei 5.